Nach dem Ilmitzer Kölner kommt nun der Rustor Ries, Christian Ries, FPÖ-Sprecher für Petitionen und Bürgerinitiativen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Frau Bundesminister, Herr Bundesminister, werte Damen und Herren des Hohen Hauses, wer heutzutage in Österreich Kinder in die Welt setzt, dem verdanken wir eigentlich unsere Zukunft, denn eine Zukunft ohne Kinder, die gibt es schlichtweg für eine Gesellschaft nicht. Leider ist es vielen Paaren aus organischen Gründen nicht möglich, Eltern zu werden. Umso mehr müssen wir uns um jene Paare kümmern, die das können und die das auch sollen und die vielleicht Zweifel haben, ob sie das wirtschaftlich ertragen können. Kinder sind, und da sollten wir uns überfraktionell einig sein, nicht nur eine Bereicherung für die Eltern, sie sind auch so etwas wie eine Überlebensgarantie für die Gesellschaft. Daher ist es, werte Damen und Herren, für unsere Gesellschaft schlicht überlebenswichtig, dass wir Rahmenbedingungen und Voraussetzungen schaffen, die Kinderreichtum in Österreich begünstigen. Und wir wissen, unsere demografische Entwicklung in Österreich ist alles andere als günstig. In naher Zukunft werden die letzten Jahrgänge der Babyboomer-Generation in Pension gehen. Dazu kommt dann, dass geburtenschwächere Jahrgänge im Aktivstand das Sozialsystem und das Pensionssystem absichern müssen. Und es kommt noch dazu, dass das Berufseintrittsalter immer weiter nach oben geht. Das ist so. Und ich halte diese Entwicklung für unsere Gesellschaft weit bedrohlicher als andere Szenarien, die in düsteren Farben an die Wand gemalt oder auf den Boden geklebt werden. Denn eins muss uns auch klar sein, wenn wir unser System sichern wollen, werden wir wohl nicht mehr an der Steuerschraube drehen können. Bis zum 15. August jedes Jahres arbeitet Herr und Frau Österreicher schon für den Finanzminister und erst dann für den eigenen Haushalt. Und das ist jetzt schon so viel und da wird nicht mehr nach oben gehen. Das halte ich für ausgeschlossen. Daher ist für uns die Sicherung der wirtschaftlichen Existenz von Eltern ein Muss. Und das einkommensabhängige Kinderbetreuungsgeld ist eine Variante dazu. Und es wurde schon gesagt, es kann aber dazu kommen, durch einen Schicksalsschlag etwa, dass aus zwei Elternteilen nur noch einer wird. Und an dem bleibt dann alles hängen. Er muss die wirtschaftliche Sicherheit gewährleisten und er muss die Kinderbetreuung gewährleisten. Und während es beim Pauschalettner Kinderbetreuungsgeld möglich ist, eine Härtefallregelung in Anspruch zu nehmen, gibt es diese beim Einkommensabhängigen nicht. Daher haben wir uns entschlossen, dass das repariert werden muss und wir haben einen Antrag dazu im Februar eingebracht. Und was ist passiert? Im März wurde der Antrag durch die Regierungsfraktionen vertagt. Ja, und im Juni wäre dieser Antrag vermutlich auch wieder vertagt worden. Wäre da nicht eine Geschäftsordnungspanne im Ausschuss passiert? Und wenn Kollegin Nestler sagt, Sie hatten es schon am Radar, ja, dann seien Sie ehrlich, Sie hatten es am Vertagungsradar und sonst nirgends. Und weil Ihnen eben dieser Lapsus im Ausschuss passiert ist, nur deshalb haben wir diesen Punkt heute auf der Tagesordnung. Und wenn schon die Volksanwaltschaft sagt, dass der Inhalt dieses Antrags zu unterstützen ist, weil die Härtefallregelung jedem zugute kommen muss, dann frage ich mich, warum bedarf es erst einer Geschäftsordnungspanne im Ausschuss, damit sich die ÖVP wieder auf Werte wie der Schutz der Familie besinnt? Ja, das frage ich mich, lieber Kollege. Bei den Grünen frage ich mich das nicht, denn die sind hier im Haus eher eine nachwuchstechnische Sahelzone. Die haben andere Prioritäten. Und wer nicht, werte Damen und Herren, wer nicht wie Karl Marx oder seine Bewunderer, und die soll es auch noch geben, der Meinung ist, dass man Kinder möglichst rasch den Eltern entziehen muss, der darf sich hier einer Zustimmung nicht verwehren. Denn die elterliche Fürsorge in den ersten Lebensjahren ist einfach unersetzlich.